gehabt. Das wird mir hoffentlich gleich wieder bestätigt. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass es geklappt hat und sage einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu. Ah, Daumen hoch, das ist gut. Herzlich willkommen zu Cyan Shadows of New Orleans, unsere kleinen Rollenspiel-Erzählrunde in der Welt von Cyan und ganz speziell in der Welt der Loa. Vorneweg, wie immer, ein kurzer Disclaimer: Das hier ist ein Fantasy-Rollenspiel. Wir erzählen hier eine vollkommen fiktive Geschichte. Die spielt aber vor dem Hintergrund einer tatsächlichen Religion, nämlich dem Voodoo, was deutlich mehr ist als nur Nadeln in Puppen stecken, sondern eine tatsächliche, bis heute auch noch praktizierte Religion. Und dieser gegenüber wollen wir nicht respektlos sein. Wir sind aber auch nur ein paar weiße deutsche Kartoffeln, die sich so weit informieren konnten, wie sie halt konnten. Das heißt, auch wir haben unsere Grenzen. Wenn in irgendeiner Form wir was wirklich respektlos darstellen oder das vollkommen falsch, vollkommen missrepräsentieren, lasst es uns wissen, wenn ihr euch damit auskennt. Wir freuen uns, oder wenn ihr betroffen seid, wir freuen uns über konstruktive Kritik. Stichwort ist hier konstruktiv. Wir wollen niemandem auf die Füße treten, sondern hier einfach nur eine schöne Geschichte erzählen. Ja, und ansonsten, das hier ist ein Projekt des Nerdpool Forums. Online-Rollenspielforum für eben Pen, Paper und Tischrollenspieler wie wir, wo man sich treffen kann, austauschen kann, andere Spieler finden kann. Ja, da gibt es auch regelmäßig Ankündigungen für Streams wie den hier. Schaut doch mal rein, nerdpool-forum.de. Ja, aber ansonsten wäre es das, glaube ich, auch an Präambel. Und dann würde ich auch gleich wieder ins Spiel einsteigen wollen. Aber natürlich nicht nur ich alleine, weil ich habe ja hier meine Leute bei mir, die mit mir spielen. Und da sind der Hati als Marcus Bishop, die Iriendis als Emeka Lua, der Gashnak als Remy, dessen Name nicht genannt werden darf. So schlimm ist der doch gar nicht, oder? Weltwompe ist doch nicht so schwer. Tja, manche tun sich halt schwer damit. Egal. Und last but definitely not least, Rerion als Lamar King. Hey. Unsere Science, also die Kinder, oder Science, die Kinder der Loa, der Geistwesen des Voodoo, die allesamt in New Orleans aufeinander getroffen sind und nun die Drecksarbeit für ihre Eltern erledigen dürfen, sind der Spur von einigen recht unschönen und seltsamen, mysteriösen Ereignissen gefolgt in ein altes Schulgebäude in Holy Cross und durch ein Portal in eine Art Zwischenebene, Geisterwelt, so wie es scheint. Physisch scheinen sie sich noch im Gebäude zu befinden, was sie bereits erfahren durften, weil sie gegen Wände oder in Tische hineingerannt sind, sehen nun aber ein Echo der Vergangenheit dieses Gebäudes, konstruiert aus Erinnerungen von Geistern, so wie es scheint, und im Zentrum des Ganzen zwei Jungs, Peter und Sean, die sie nicht zu sehen scheinen, aber in ihrer eigenen kleinen Welt hier immer und immer wieder anscheinend Angst und Demütigung und Schmerz durchleiden müssen. Unsere Science haben schnell gemerkt, dass was auch immer hier passiert, sich wohl irgendwie um diese Jungs dreht und mit ihnen zu tun hat. Und dann stellte sich heraus, dass die beiden anscheinend sich verfolgt fühlen von einem Geist. Und in dem Moment, in dem unsere Science gemerkt haben, okay, das könnte problematisch sein, ist eine geisterhafte Gestalt erschienen. Mit schuppenartigem Bemalung im Gesicht, langen, schmutzigen Dreadlocks, schwieligen Händen und ja, allgemein einer durchscheinenden, wabernden, bedrohlichen Gestalt. Und nun, da ist es, wo wir wieder einsteigen. Nach einem ganz kleinen Cliffhanger, der jetzt einen ganzen Monat gehalten hat. Und ups. Ja, da befinden wir uns gerade. Ihr steht immer noch in diesem
Bad, diesem Waschraum, umgeben von sehr steril aussehenden Waschbecken und diesen Trennwänden, archaischen Trennwänden für die Toiletten. Ihr wisst, um euch rum ist in Wahrheit nur Schutt und Ruinen. Seht aber diese recht sterile Umgebung aus der Vergangenheit des Gebäudes. Seht die beiden Jungs, die in einer der Kabinen kauern, weinend panisch. Und seht, wie sich ganz langsam, aber stetig diese Gestalt nähert. Schleichend, schwebend, ja fast schon fließend bewegt sich diese Kreatur, die geisterhafte Voodoo-Priesterin, auf euch zu. Und die beiden Jungs scheinen sie im Gegensatz zu euch zu sehen und geraten in Panik. Scheiße, scheiße, verdammt, jetzt hat sie uns. Beruhig dich, Mann, wir kommen hier raus, beruhig dich. Wir. Die beiden schauen sich um. Für euch ist es fast, als seid ihr ein bisschen eingefroren. Alles bewegt sich langsamer. Aber es bewegt sich und ihr seid mittendrin. Was für einen Eindruck erweckt dieses Wesen? Dass es uns irgendwie realisiert auch? Oder ob wir auch quasi nicht... Ich würde mal sagen, Wahrnehmung und Empathie hätte ich gern von dir. Würde mich ja grundsätzlich auch interessieren. Also einen epischen haben wir da schon mal bei. Ja, ihr dürft beide mal würfeln. Dem epischen zusammen sind das zwei. Zwei Erfolge, okay. Also Lamar macht sich das gleich ganz einfach, das kann ich schon mal sagen. Okay. Bam, mal sehen, ob du reagierst. Perception Awareness. So. Das sind solide 6 Erfolge. Wow. Okay. Also, Emmy, du bemerkst in erster Linie, dass sie sich vor allem auf die beiden Jungs zu konzentrieren scheint. Das ist wie so ein Tunnelblick. Ihr Arm ist auch, du meinst, vor allem in Richtung Sean gerichtet, soweit du das beurteilen kannst. Die beiden Jungs sind sehr nah beieinander. Und mehr kannst du aber nicht erkennen. Nicht genau, ob sie euch jetzt bemerkt. Falls ja, scheint ihr wohl nicht Priorität zu sein. Remy, dir wird klar, okay, also du hast ja schon mal hier durch die magischen Schichten geschaut. Du hast deine Magiesicht aktiviert und hast dadurch realisiert, dass diese Frau nicht aus dieser Ebene des Traumes, der Vergangenheit, der Totenwelt, was auch immer, zu kommen scheint. Sie ist hier genauso fremd wie ihr und scheint nicht mit allem interagieren zu können. So viel realisierst du, denn euch bemerkt sie tatsächlich überhaupt nicht. Sie ist total fixiert auf die Jungs. Allerdings, sie ist hier ein Fremdkörper, ihr seid hier Fremdkörper. Vielleicht ist sie in der Lage, euch zu sehen, das kannst du nicht genau sagen. Wäre nicht undenkbar. Jetzt gerade ist ihr gesamter Blick aber auf die Jungen gerichtet. Kann ich mit Psychologie sehen, was sie wohl von den Jungs möchte? Oh, ganz bestimmt. Psychologie. Ich hätte jetzt sonst Empathie gesagt, aber ja, klar, kannst mir auch mal. Bin ja spezialisiert drin. Wahrnehmung und Psychologie, weil es ist ja schon. Ja, gerne, gerne. Also, Lamar würde halt. Dann sich erstmal räuspern und sagen: Hey! Du da! Spooky Tussi! Okay, da mag ich da auch den What the Fick, What the Fick, What the Fuck Abend, das sagt es ein Blick des Abends ab. Ich hab ein episches, das war's. Ein episches oder sonst keine Erfolge? Korrekt. Okay, ich schaue kurz etwas nach. Mit einem Erfolg kannst du nur sagen, dass sie definitiv hinter einem der Jungs her ist. Es wirkt, als wolle sie was von ihm. Es ist nicht nur ein... Das ist kein wildes Rampage. Ich gehe hier auf alles los oder so. Es wirkt irgendwie gezielt.
Okay. Aber mehr kannst du nicht sagen. So. Dann schauen wir jetzt mal nach. Lamar versucht also, sie anzupöbeln, ja? Ja, er versucht vor allen Dingen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil das kann er. Außerdem, wenn sie darauf nicht anspringt, dann ist sie vermutlich nicht relevant. Mhm. In dem Moment. Ja, Sekunde, Das ist die Lamar-Logik. Ja, das könnte man theoretisch Logik nennen, ja. Moment. So. Ja, du rufst und für einen Moment, ganz kurzen Moment hält sie inne, aber geht dann sofort weiter, schaut sich nicht mehr wirklich um. In deine Richtung guckt sie auf jeden Fall nicht. Sie ist jetzt fast auf eurer Höhe, ihr steht ja etwas vor den Jungs und macht jetzt Anstalten, ja, auf euch zuzugleiten. Vielleicht durch euch durch. Zumindest seid ihr eine ziemliche Linie, die ihr hier gebildet habt. Die Jungs schauen sich auf jeden Fall um. Haben die einen Ausweg? Du denkst halt, der einzige Ausweg, den die Jungs hätten, wäre halt an ihr vorbei. Zumindest den einzigen, den sie jetzt sehen, weil die Jungs sind ja in der Kabine. Und auch wenn die für euch nicht relevant ist, für die Jungs wahrscheinlich schon. Und sie könnten also, wenn dann nur raus da, gerade einen relativ geraden Weg, und da müssten sie an der Mambo den vorbei. Gerade sehen vielleicht, aber es gibt halt eine Ecke, die sie sehen könnten, wenn sie ein paar Schritte zur Seite gehen würden. Oder so. Oder ist das wirklich halt wie Schulklos? Man kommt noch aus einer Ecke rein, man kommt noch aus der einen Ecke raus. Es sind ganz normale Toilettenkabinen und es gibt nur einen Ausgang aus diesem Waschraum. Das heißt, sie müssten entweder durch euch durch die Frau durch oder sie klettern über den Toiletten. Die Kabinenwand. Also Lamar auf jeden Fall, würde ich jetzt schon mal anmerken, wird, als sie nicht reagiert, mit einem schnellen Satz sich direkt vor die Jungs stellen. Ich bin eine Wand. Ich bin der Quarterback. Okay, wunderbar. Will sonst noch jemand was machen? Ja. Jetzt in diesem Moment. Ja. May würde versuchen, irgendwie zu schauen, ob sie die Stimmung der Jungs erreichen kann, auch wenn das eher schwierig ist. Okay, womit? Mit einem Skill? Mit einer deiner Fähigkeiten? Wenn du es gerade nicht weißt, überlegst dir, weil das wird sowieso ein bisschen dauern. Ne? Ja, muss ja das auch machen. Sie wird auch quasi jetzt gerade noch da kurz da stehen, nach links und rechts schauen und im Gesicht, im Kopf, in den Augen sieht man quasi, wie der Kopf rattert. Ja. Okay. Kommen wir zu, genau, erstmal die Jungs. Die Idee, die du gerade hattest, Emmy, sie könnten ja vielleicht über die Wand klettern, auf die scheinen die Jungs jetzt auch gekommen zu sein. Peter, der Dunkelhaarige, hat jetzt den rothaarigen Jüngeren hochgerissen und gesagt, komm schon, hier lang. Und, macht eine Räuberleiter. Und Sean ist kurz verwirrt. Macht dann aber, erwacht dann quasi aus seiner Starre und will das annehmen. Lamar, du wirfst dich quasi, du stellst dich wie eine Wand zwischen die geisterhafte Mambo und die Jungs. Sie gleitet. Sie ist genau vor dir, ihr Gesicht ist vor deinem. Du siehst in ihre Augen, die fast leer scheinen, einfach nur schwarz. Ihre Nase würde fast deine berühren und dann bewegt sie sich durch dich durch. Und ich hätte gerne einen Wurf von dir auf Wits und Integrity. Ach, Geist, du Scheiße. Und Integrität. Ja. Bitte. Ja. Ach doch, ja. Okay. Was? Wofür stand Integrity nochmal? Integrität heißt es im Deutschen auch. Das ist deine
deine Willensstärke, deine Fähigkeit zu widerstehen, geistiger Manipulation und ähnlichem. So. Das wären mit dem epischen 4. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Jetzt bin ich aber dran. So. Sie geht durch dich hindurch. Es ist ein extrem unangenehmes Gefühl. Plötzlich schmeckst du Blut auf deiner Zunge und du hörst das Geräusch von Trommelschlägen in deinen Ohren. Und du hast das Gefühl, dass etwas an dir zieht. Nicht an deinem Körper, sondern an deiner Seele. Die Kraft, die du in dir spürst, die du immer dann, auf die du dich besinnst, wenn du etwas bewirken willst, etwas Magisches, Übernatürliches, an der wird gezogen. Und an deiner inneren, ja, Sicherheit, an deiner Seele wird gezogen. Es tut fürchterlich weh, aber nichts passiert. Zumindest hast du das Gefühl, dass nichts Schlimmes passiert. Und dann ist sie schließlich durch dich hindurch und hinter dir. Dann würde Lamar sich in dem Moment auch mit einem, eine Mischung aus Knurren und Aufstöhnen zusammenkrümmen. Mhm. Ah, fuck! Oh. Scheiße! Ah. Geister gibt's also doch! Scheiße! Und ihr seht jetzt, wie die Jungs panisch über die über die Toilettenkabinenwand klettern. Schauen es drüber und zieht jetzt quasi. Hat sich quasi so über die Wand gehängt und reicht Peter eine Hand. Es sieht ziemlich abenteuerlich aus. Sie stöhnen und keuchen. Die Mambo lässt sich davon nicht abhalten. Geht auf sie, gleitet auf sie zu und greift mit der Hand in ihre Richtung. In dem Moment fallen die Jungs so auf der anderen Seite runter, richten sich auf. Du siehst, die Toilettentür, die Kabinenwand flackert für einen Moment. In dem Moment, in dem ihr realisiert, stimmt, die ist ja auch nur Teil dieser Projektion, was auch immer das ist. Die Jungs jedoch rappeln sich auf und rennen so schnell sie können aus dem Raum. Die Mambo macht erneut dieses seltsame Geräusch, dieses Murmeln und Gutturale. Und murmelt Worte, die ihr nicht verstehen könnt. Apropos. Meh und Lamar sind gerade beschäftigt, Remy und. Meh wird das, was ich vorhatte, abbrechen. Okay. Kein Problem. Remy und Marcus, macht mir mal. Ihr seid gerade nicht beschäftigt. Macht mir mal einen Wurf auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Hier. Sollst du kriegen. Das sind solide 5 Erfolge. Boah, Remy wieder mit seinen Würfen hier. Mal sehen, ob Max das toppen kann. 3 bei mir. 3. Ja, dann bemerkt ihr es beide, auch wenn Remy es etwas schneller bemerkt. Euch fällt auf, dass euer Begleiter, der liebe James Bellamy, total versteinert wirkt sein Gesicht abgewandt hat. Schon, ihr wisst nicht genau wie lange, aber mindestens seit die Frau hier im, oder seit sie euch sehr nahe gekommen ist. Und, ich geh mal zu ihm hin und guck, ob es ihm gut geht, ob er noch lebt. Ja, du gehst auf ihn zu und, ist alles in Ordnung? Ja. Oh, was? Oh. Ja, ich, das war nur gerade, Was war das gerade? Frau, das ist ein ruheloser Geist, ein ruheloser Petrolor, vermute ich, und ein sehr hartnäckiger noch dabei. So eine habe ich noch nie gesehen.
scheint sich aber zumindest einmal auszukennen. Ich? Ah, ein bisschen, ja. Wie schon gesagt, ich habe ja ermittelt in dem Fall der seltsamen Ereignisse hier. Da habe ich natürlich mich auseinandergesetzt mit der ganzen Angelegenheit und mit unserem Erbe. Aber wie man sowas los wird, weißt du nicht zufällig, oder? Nein. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ah ja, klar. Ja, okay. Emi würde zu Lama rübergehen und ihn einmal nochmal quasi so durchchecken, nochmal so ein bisschen Ordnung. Und der Truller einen giftigen, mehr als so giftigen Blick zu werfen. Die Truller gleitet jetzt gerade aus durch die Wand. Apropos, durch die Wand könnt ihr euch nicht bewegen, weil da ist auch in eurer Welt eine Wand. Also die Isegrad macht es aus dem Raum raus. Ja, die ist eindeutig nicht Teil unserer Ebene, aber auch nicht von dieser Ebene. Ich denke, die kommt von, ich sag jetzt mal ganz stumpf, einer Schicht weiter unten. Ich hatte das Gefühl, eine Schicht. Die versucht, mir die Seele rauszusaugen. Bellamy runzelt die Stirn. Aussagen, eine Schicht weiter unten. Oh. Das könnte das alles erklären. Das könnte erklären, was hier passiert, oder nicht? Dass hier irgendwas vergraben ist und unter, noch tiefer in der Magie hier oder in der Kraft, das heißt, sie müsste, wo sie ist, kommt vielleicht auch das andere her, oder? Ich meine, der Kern, das, wo hinter dieser, wie hieß er? Wenn ich das so richtig gesehen habe, dann sind wir noch ein oder haben wir noch ein oder zwei Ebenen vor uns. Das wird noch ein netter Spaziergang, fürchte ich. Ja. Das heißt, wir müssen aber auch an den Jungs bleiben. Diese Gegend ist quasi nur dann wirklich real, wo sie gerade sind. Ja, müssen wir versuchen, uns an die Frau zu hängen. Ja, ihr merkt auch wieder, wie alles um euch rum langsam wieder so ein bisschen an Kontur verliert und alles irgendwie grau wird. Aber was will die Vettel denn von denen? Ich meine, irgendwas ist ja mit denen scheinbar passiert damals. Was die hier sind. Irgendeiner von denen scheint sehr interessant für sie zu sein. Was die hier sind und da. Also ihr wisst schon, zwei Orte und wird schon wieder kompliziert. Vielleicht hat er etwas, das sie will oder braucht? Wenn wir ganz viel Pech haben, oder ist nur so eine Vermutung, vielleicht haben die Jungs hier mal sowas wie Verstecken gespielt oder wurden drangsaliert und sind wohin gegangen und haben aus Versehen irgendwas aufgeweckt. Was auch immer es ist, wir müssen da dranbleiben und wir müssen herausfinden, wo es herkommt. Nur so können wir dieser Sache ein Ende bereiten. Geister. Fehlt auch noch auf der Liste. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht das Seltsamste sein wird, bleiben wird, was wir so erleben. Also, was jetzt? Weiter, was ist das? Und mittlerweile verlässt alles an Kontur und wird grau. Um euch rum fangt ihr an, die Konturen des normalen Raumes ein bisschen zu sehen, aber halt nur sehr, also des Raumes der Ruine, aus der ihr kommt, eure Welt, aber halt nur sehr schemenhaft. Ich würde sagen, ja schon mal, dass man nicht gegenrennt. Ja, Remy? Ich glaube, wir sollten weiter. Markus, richtig? Hast du eine Ahnung, was sie von den Jungs will, wenn du meinst, sie will etwas speziell von ihnen?
Was genau, kann ich nicht sagen, aber es sieht so aus, als wenn einer von den beiden ein besonderes Interesse hegt. Tja, was auch immer es ist, wir müssen ihn oder was er hat finden. Also ich stimme zu, hinterher. Jo. Stechschritt raus. Ja. Es gleiche Spiel, ihr kommt raus und ihr merkt, shit, die Jungs sind weg und hier ist schon alles sekundurlos. Es ist, dir zu finden, wird wieder ein lustiges Ratespiel. Auf jeden Fall nicht in Richtung Klassenraum jetzt gerade. Tja. Macht Sinn, ja. Also, wenn ich mich verstecken wollen würde, entweder hätte ich mittlerweile einen geheimen Platz, da, wo die meisten nicht hingehen, ist entweder das Dach oder der Keller. In den Keller wäre jetzt eine schlechte Idee. Wieso? Zeigt in Richtung Treppenhaus. Da fehlt eine Treppe. Oh. So halb. Das Problem ist... Du bist doch mit uns hier gerade hochgekommen. Ja, richtig. Aber das Problem ist die... Das Problem ist, es ist für die Jungs kein Problem, oder? Sie können überall dahin gehen, was es zu ihrer Zeit gab, oder? Das heißt, natürlich, für die Jungs dürfte das kein Problem sein, nur für uns. Es könnte sein, dass sie sich versuchen, irgendwo zu verstecken an einem Ort, der für in unserer Welt gar nicht zugänglich wäre? Mhm. Wenn wir Pech haben. Die Möglichkeit besteht. Gibt es... Also haben wir irgendwo einen alten Plan der Schule hier hängen sehen aus der Zeit? Oder nur einen modernen... Brandschutzpläne zum Beispiel? Oder nur einen modernen Alarmplan? Also modern in Anführungszeichen. Ich würde sagen, schau dich mal um. Wie gehe ich mal einen Lageplan suchen? Ist das... Ich würde sagen, mach mal einen auf Wahrnehmung und Nachforschung. Wahrnehmung, Nachforschung? Ach du meine Güte. Okay. In jeder Kackschule gibt es einen Kacklageplan. So brummelnd geht er mal so die Wände ab. Ja, 1, 2, 4, 6, 7. Nicht schlecht. Moment, Musik ist glaube ich gerade ein bisschen laut. Wartet. Etwas. Ja. 7 Erfolge beim Suchen. Das ist... Ich meine, schon beim letzten Mal, ne? Es ist... Du weißt nicht genau wieso, aber du findest dich hier einfach intuitiv zurecht. Es ist... Als müsstest du hier gerade sein, als sei das richtig. Und, irgendwie fühlst du dich dem Ort und dieser ganzen Angelegenheit gerade verbunden, auch wenn du... Wenn es dir auf den Geist geht und du es fürchterlich findest. Ja, klar. So muss es sein. Aber einen Lageplan seht ihr auch nur dann, wenn die Jungs ihn manifestieren. Weil ein... Ne? Mhm. Das heißt, wieder in die Richtung. Und, du merkst wieder, okay, da ist es, fühlt es sich ein bisschen dichter an und... auf der Suche nach einem Lageplan fühlt es sich tatsächlich langsam runter in Richtung in Richtung Treppe. Und irgendwann stehst du auch auf der Treppe, denn du hast gerade zwei Dinge realisiert. Erstens, es gibt auf jeden Fall immer einen Lageplan in der Eingangshalle. Mhm. Weil da kommen die Leute an. Da sind die meisten Versammlungen, da ist es zentral. Da wird es also einen geben. Es ergibt auch Sinn, dass die Jungs sich auf der, sich dort in der Eingangshalle oder irgendwo da in der Nähe bewegen, denn hier oben sind die ganzen Klassenräume. Mhm. In der Vorstellung der Jungs ist hier oben Unterricht. Das heißt, die Jungs würden möglichst weit weg von den Klassen, möglichst weit weg vom Unterricht. Mhm. Dachzugang hast du schon
in eurer Welt nicht gesehen, bist nicht sicher, ob es zu dieser Zeit gab. Mhm. Naheliegend wäre also von eurer Überlegung her jetzt Keller oder zumindest Erdgeschoss. Das heißt, ihr müsstet runter. Also dann mal stratzt so mal dahin, mal dorthin, in die Richtung. Bleibt er irgendwo fluchen stehen, so mitten im Flur? Scheiße. Gibt es in dieser Schule nur ein Treppenhaus? Bisher hast du nur eins gesehen. Ein Haupttreppenhaus. Wir müssten runter. Dann würde ich mich nochmal nach einem alternativen Treppenhaus umgucken wollen. Ja. Dann würde ich sagen, würfel auch mal Wahrnehmung und Nachforschung. Wenn in so einer Kackschule irgendwo was hängt, dann in der Kack-Eingangshalle. Das untersuchen, ne? Ja, Untersuchung muss es heißen. Vier Stück. Vier, das ist gut. es ist ein bisschen tricky, weil auch hier musst du wieder darauf achten, dass teilweise ein paar Dinge anders sind. Zum Beispiel wurden teilweise Stufen angeglichen und da, wo in eurer Welt quasi wo in eurer Welt Stufen sind, ist hier einfach gerade. Das heißt, du stolperst ein paar Mal und so. Schaust dich aber um und findest letztendlich eine Tür. Apropos eine Tür. Das heißt, die Jungs müssen nah genug sein. Um euch rum fängt sich die Welt langsam wieder ein bisschen an zu manifestieren. So weit weg können die Jungs also nicht sein. Und du kommst zu einer Tür, die eine Holztür, die in einer Art Kabuff zu führen scheint. Und du vermutest, dass da so eine Art Zugang, eine Art, also wie soll ich sagen, eine Art Mini-Treppenhaus. Du weißt, dass es in manchen kolonialen Häusern gab es eigene Zulieferwege nur für die Bediensteten, für die Sklaven. Und du stehst vor der Tür und denkst dir, das ist einer dieser Zulieferwege, ja. Das hast du mal gelesen in einem historischen Buch. Und du bist dir nicht sicher, ob es den in eurer Welt noch gibt? Könnte helfen. Wenn ich die Tür aufmache und in das Treppenhaus reingucke, sieht das noch intakt aus? Naja, was du siehst, ist die Welt der Jungs. Diese Welt der Vergangenheit. Und dort ist es abgeschlossen. Das heißt, du kriegst es nicht einfach geöffnet. Du kannst aber versuchen, durchzugreifen oder dich vorzutasten. Du kannst versuchen, durch den Schleier zu sehen, falls du eine Idee des Videos machst. Aktuell siehst du die ganz normalen holzvertöfelten Wände, diesen schmalen Dienerzugangsweg. Botendurchgang, so. Dienstbotendurchgang, so heißt es. Also ich würde jetzt gerne einen Willpower ausgeben und nochmal meinen Durchblick würfeln. Ja. Ich würde mal so ziemlich laut sagen, wenn wir doch nur jemanden starken hätten, der diese Tür aufmachen könnte. Wenn die denn jetzt auch echt ist. Ja, ihr könnt zu ihm aufschließen mittlerweile, ja. Ihr seht ihn dann davor stehen. Remy, du weißt, wie du würfelst, ne? Ja. Ja. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Willpower? Naja, irgendwann müssen ja die
guten Würfe mal aufgebraucht sein, lieber. Genau. Hattest du nicht eben jeweils 7 Erfolge oder sowas? Ja, ja, eben. Ja, du versuchst dich zu konzentrieren, aber es ist anstrengend. Du hast dich in der Zeit schon so viel darauf konzentriert und du hast das Gefühl, langsam ist dein Hirn total matschig von diesen ganzen überlagerten Realitäten und... Oh, nee. Keine Ahnung. Mindfuck. Das alles verwirrt dich und du kannst dich einfach nicht darauf konzentrieren. Hat einer mal eine Kopfschmerztablette? Nicht dabei. Keine auf der Geisterebene. Eine Astralpirin. Der war gut. Gut, Tür. Ah, Tür, bitte. Okay. Du spürst keine Holzvertäfelung. Du spürst Raufaser. Es fühlt sich ein bisschen feucht an, ein bisschen marode, nicht. Ja, es ist durchgängig Wand, aber fühlt sich nicht nach allzu guter Qualität an. Stupst die Wand doch mal ganz höflich an. Ich schätze mal, die haben es irgendwann zugemauert oder so, den Zugang. Aber ich glaube nicht richtig gut. So, knack, knack, knack. Gucken wir mal. Da klingt alles ähnlich. Mit der Faust, nicht mit der Axt? Okay, dann mach mir mal einen Wurf auf... Ja, nein, das ist nicht Geschicklichkeit, weil die versucht nicht auszuweichen. Stärke und Brawl. Nack, Handgemenge. Ja, ich vermute, Markus tritt einen Schritt zur Seite. Auch 2, ich weiß, wie er zuschlägt. Nur Stärke, sagst du, ne? Ich weiß, wie amerikanische Wände gebaut sind. Stärke und Brawl, Handgemenge. Achso, ja, Stärke und Brawl, da, ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also mit episch. Ja, dann würfel mal Schaden. Und du darfst, du hast nur einen Erfolg gebraucht, wie du gesagt, das Ding weicht dir nicht aus oder so, zum Treffen. Das heißt, du darfst die 5 Erfolge jeweils als zusätzliche Schaden zu würfeln addieren. 9. 19, 11, 11, okay, so. genau, ich... War da jetzt schon Holy Rampage im Spiel? Warte mal, Rampage... Hattest du Holy Rampage mittlerweile? Ja, hatte ich, ja. Das verdoppelt, glaube ich, den Schaden, den du Strukturen zufügst, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Verdoppelt, ja. Das klingt richtig. Ja. Na dann. Aber dann... Die aber arme Wand. Wird ja nicht die Würfelzahl, sondern halt nur den Schaden letztendlich, ne? Ja. Ja. Ich meine, der fertige Schaden wird verdoppelt. Ach du Scheiße. Gutes, ach du Scheiße. Oh! 2, 4, 6, 8, 10, 20. Wand. 20 Strukturschaden. Ja, damit kriegst du ein Backsteinwand klein. Ja. Wir wissen, wie die Amerikaner Wände bauen. Die Tür fliegt jetzt einmal so quer durch das Treppenhaus nach unten und macht alles blimp auf dem Weg. Naja, ihr seht nicht, dass da irgendwas kaputt geht oder so. Die Tür bleibt, Tür bleibt intakt. Aber ihr hört... Brack! Alle das außer... Ist halt so Lamar steht da, so mit einer Hand so quasi an dieser Raufaser. Alle außer Remy und Lamar dürfen mir mal einen Wurf machen auf Geschicklichkeit. Entschuldigung. Geschick und Sportlichkeit. Entschuldigung. Lamar, du kriegst auf jeden Fall. Bop, bop, bop.
Hey, Markus! Ja. Drei rohen Wunden. Hände springt der Yogameister hier beiseite mit 5 Erfolgen. Also du kriegst 3 rohen Wundschaden ab, den darfst du gerne versuchen zu soaken. Schaffst du wahrscheinlich auch. Aber. 3 normalen Lethal oder Bashing? Warte. Nee, Bashing. Bashing. Nicht Wundschaden, sondern. Genau. Die Splitter sind jetzt nicht so tödlich. Nee. Bashing. 3 Bashing Damage darfst du so. Dann. Nehme ich dafür meinen Bashing-Soak, ne? Genau. Remy muss sich nicht drum kümmern, weil das das ist Kollateralschaden. Darum muss er sich nicht sorgen. Markus macht den Yogameister. Das heißt, ja, und auch Remy. Markus und Remy, Das ist der flüchtende Schwan, kennt ihr, ne? Lamar, du hattest... Dich habe ich nicht würfeln lassen, weil du warst quasi im Zentrum. Du hattest keine Möglichkeit auszuweichen. Nee, das ist jetzt mein Soak. Das ist dein Soak, genau. Also, ich krieg einen. Du kriegst einen Schlagschaden, okay. Das heißt. Au! Ja. Ihr hört es. Brack! Und spürt auch, wie Schuttteile an euch vorbeifliegen in eure Richtung. Ihr weicht instinktiv aus und Markus und Aimee, ihr kriegt das hin. Remy, du hast das Gefühl, die fliegen einfach um dich rum. So. Als wie so Projektile, die in der Luft eine Kurve fliegen. So. Pfutsch. Und, ich stand einfach günstig im Schatten von Lamar. Und Lamar, dir fliegt so ein Ding back gegen die Stirn. Ein hübscher Gipsbrocken oder so, vermutest du. Und dann ist es wieder still. Vor euch seht ihr nach wie vor die Tür. Intakt in dieser Welt. Aber Lamar, du kannst vor dir tasten und Splitter. Noch hier noch ein bisschen schieben und ihr hört es noch einmal purzeln und bröckeln. Und dann, Lamar, spürst du vor dir ein Loch. Meinst Lamar du, hat Loch gemacht. Gehört? Was ist, Remy? Meinst du, das haben die draußen gehört? Höchstwahrscheinlich. Und außerdem dürften sie mittlerweile nicht mehr durch die Sache mit dem Generator abgelenkt sein. Ist ein bisschen ungünstig, dass wir sie nicht kommen sehen, oder? Mhm. Und wie aufs Stichwort hört ihr alle ganz leise Rufe. Also es sind keine leisen Rufe, aber sie sind noch relativ weit weg. Gedämpft durch die Wände. Aber ihr hört Männerstimmen. Und Hundegebell. Vielleicht sollten wir jetzt nach unten. Das klingt nach einer guten Idee. Ja. Geht sich mal so einmal so. Das nächste Mal sollte ich vielleicht einen Handschuh anziehen. Ich würde dir ein Küsschen drauf geben, aber leider funktioniert das nicht. Das kann leider nur Markus. Das klappt. Passe. Ich lasse immer das, was meiner schönen Assistentin danke. Aber die ist leider nur wirklich effektiv. Habt ihr drei irgendwie so ein komisches Rollenspiel im Laufen? Oder? Nein, wir ärgern uns gegenseitig. Das nennt man Gruppendynamik. Ja, ich stimme Dynamik. Dem Schleicher hier zu. Wir sollten uns. Wir sollten los. Wir sollten uns beeilen. Auf und davon. Lamar, du kannst tatsächlich einen Schritt machen und glücklicherweise scheint der Boden nicht unter dir wegzubrechen. Hey, auch wenn er ein wenig knarzt. Der Bodeneingang scheint sich aus Holz zu sein und das ist jetzt auch nicht mehr das Frischste. Aber es hält dich. Soll ich vorgehen oder gehst du vor? Ich stehe jetzt schon hier. Dir haufenweise Staub schlägt dir entgegen, steigt dir in die Nase und in die Lunge. Du hast mich raten, hier ist länger keiner gewesen. Ich habe auch vielleicht ein bisschen Schutt ausgelöst. Toll, jetzt bin ich weiß. James guckt dich kurz an, klopft dir auf die Schulter. Mein Beileid.
Noch dann, kann man es abwaschen. Das ja, geht tatsächlich ziemlich, jetzt ein bisschen vorsichtig. Ja, es ist auch wahnsinnig eng. Also du musst den Kopf, du musst die Schultern so ein bisschen zusammennehmen und den Kopf senken. Das ist doch scheiße. Der bußfertige Mann, mein Freund, der bußfertige Mann. Ja, braucht gleich keine Knie mehr. Alle anderen, die kleiner sind als Lamar, also alle, kommen da besser durch. Allerdings ist es selbst für euch doch recht eng und ja. Naja, schnappen würde ich mich trotzdem. Ja, ja. Kriegt ihr hin. Er macht vor allen Dingen so den hier. Nicht nur ducken. So sehen, dass du dich im Kopf irgendwo gegen Zimmer. Ich gehe sicherheitshalber als letztes. Mit wenn alle fallen, immer noch der Arzt da ist. Ja, ja, damit alle anderen erst die Fallen auslösen. Habe ich schon verstanden. Ja. Nein, das hast du falsch verstanden. Du bist der Letzte, die schießen sie in den Rücken. Und das Letzte, so was Marcus... Lass mich durch, ich bin Arzt. Das Letzte, was Marcus wahrnahm, war ein roter Laserpointer auf seinem, der ihm entlang fuhr. Was ist das denn? Du musst jetzt Schach sagen und fallen. Ich freue mich mal wieder über meinen Gehstock, mit dem man so wunderbar vor sich den Boden abtasten kann. Ja, das ist auf jeden Fall sau hilfreich. Das merkst du jetzt auch wieder. Gelegentliches Fluchen von Lamar, wenn er über was drüber stolpert und sich fast langlegt. Ja, siehst du, das Ding ist nicht nur zum gut aussehen. Das Holz knarzt unter euren Füßen. Und ja, es fühlt sich, es ist eng, staubig, es riecht nach Schimmel, Moos. Aber letztendlich erreicht ihr das Ende der Treppe und denkt euch, jupp, Lamar, du meinst, jetzt müsstet ihr ungefähr auf der Ebene des Erdgeschosses sein. Nächster halt, staubiges Erdgeschoss. Du siehst wieder eine Tür vor dir. Metallisch. Aber nicht sehr massiv. Kleng, 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 kleng. Irgendwie blechern. Irgendwo eine Klinke tatsächlich? Nein. Teilweise ist es recht eckig. Du merkst einen Heizungsboiler oder Lüftungsschacht oder sowas vielleicht. Also genau wie hoch? Ist es so bedeckt, dass quasi die ganze Seite oder ist es so ein kleines Fach? Nee, es ist breiter. Das ist, wenn du tastest, spürst du irgendwann eine Ritze. Aber es geht weiter, so wie mehrere schmale Dinger nebeneinander, alle aus Metall. Wie eine Art Metall. Ja, Blech. Ein Gitter. Eine Zellentür. Sollte Lamar kennen. Die Lamellen von einem Luftschacht müsste er auch ertasten können. Also das traue ich ihm jetzt auch doch zu. Also wenn ich irgendwie einen, also meine Finger da irgendwo zwischenklemmen kann, dann würde ich halt versuchen, vielleicht erstmal so quasi zu ziehen oder zu drücken. Ja, du kannst in einen dieser Spalte greifen und irgendwie versuchen, es in deine Richtung zu ziehen. Du merkst aber, was auch immer das ist, das ist ein Metallgegenstand, scheint es, der dieses Ding, der diesen Durchgang hier versperrt, und wenn du an ihm ziehst, siehst du einen größeren Gegenstand, der von außen gegen die Wand schlägt dann. Du spürst also einen Widerstand, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also eher drücken, wenn denn dann. Mhm. Ah. Gib mir mal ein bisschen Platz. So. Ja, dann machen wir mal ein paar Schritte rückwärts, würde ich sagen. Ja. Kaschnack kommt gegen Emmy. Emmy motzt. Macht ein paar Schritte zurück. Kaschnack ist nicht da. Kaschnack. Remy. Ja, wenn du möchtest, kannst du Lamar
stemmen. Stärke, Handgemenge. Aber du musst danach keinen Schaden würfeln, weil du schlägst ja nicht. Du schubst nur, also... Der wird das dann so machen, dass er halt sich einen möglichst guten Punkt am Boden sucht, wo er sich halt gegendrücken kann und das mit der Schulter versuchen, erstmal wegzuschieben. Weil das vielleicht auch ein bisschen leiser ist, wenn es auch kaum noch einen Unterschied macht. Mhm. So. Stärke und Brawl wieder, oder? Ja, ich... Obwohl, nee, Athletik. Es ist ja eher Athletik. Schieben, okay. Athletik, ja. Das ist klar. Und jetzt auf Stemmen. 1, 2, Stemmen. Einer weniger. Deswegen heißt es ja auch Stamina, ne? Deswegen heißt es ja auch Stamina, Remy. 7 Erfolge. Wow. Also du denkst dir, warum ist es? Vielleicht kannst du ein bisschen aufstemmen, ein bisschen nach vorne schieben. Bumm! Du mit deiner Schulter machst du einen Satz nach vorne trotzdem, weil du schiebst das Ganze halt mit mehr Kraft, als du erwartet hast, nach vorne. Es lockert so! Und du merkst, das kippt nach vorne. Wie eine metallene Wand kippt es nach vorne. Und du hörst, wie ein relativ großes Metallgebilde nach vorne kippt und klappernd zu Boden fällt nach vorne. Du hörst so ein bisschen das Rasseln von kleinen Ketten oder so und das Quietschen von Scharnieren. Also wenn sie es bis jetzt nicht gehört haben... Also Mücke, jetzt wissen sie, wo wir sind. Ja, ihr hört jetzt auch... hier, sichere die Prämisse. Du hinten rum. Behalte den Hinterausgang im Auge. Ei! Bestätigt. Und dann entfernt sich eine der Stimmen und das Bellen entfernt sich. Dann hört ihr aber ein Klick-Klick aus Richtung des Eingangs. Ihr seid nicht direkt in der Eingangshalle, sondern ihr seid im Flur, quasi da, wo es gleich hochgeht zu der beschädigten Treppe. Alles hier fühlt sich ein bisschen fester und substanzieller an. Das heißt, die Jungs können nicht weit sein. Aber und die Tür sieht zu aus. Aber wenn ihr in die Richtung guckt, der Eingangshalle, da seht ihr nichts, aber ihr hört, dass sich in der Richtung die eine Tür öffnet. Und hört Schritte. Kann ich sehen, was vor mir auf dem Boden geplumpst ist? Nicht auf Anhieb. Du siehst, ihr befindet euch ja in der Welt, in der Geisterwelt. Ja, stimmt, vor dir stimmt. Siehst du jetzt einfach nur die holzvertäfelnden Wände, Fliesenboden, etwas schräg links das Geländer und die große Wendeltreppe, Treppe, die hochführt. Linke Hand geht's wohl zu einigen weiteren Unterbringungen. Küche vielleicht, du weißt es nicht. Rechts geht's in den Haupteingang, in die Eingangshalle zum Haupteingang, wo jetzt gerade Schritte sich kontinuierlich nähern. Deckung. Und ihr hört ein Charlie, bitte komm. Charlie. Roger, Charlie hört. Das Geräusch kommt auf jeden Fall von hier. Hier ist ein... Also ihr seid ja noch wahrscheinlich in dem Gang, ne? Ihr seid auch nicht rausgetreten direkt. Hier ist eine Reihe umgefallener Spinte. Und ein Loch in der Wand oder so. Keine Ahnung. Und das Funkgerät knarzt. Checkt es aus. Vorsichtig. Ich schicke einen von den Jungs rüber. Roger, verstanden. Ende. Und dann nähern sich die Schritte noch ein bisschen mehr. Im
möchte sich auf sein Gehör konzentrieren und dann in einem richtigen Moment zuhauen, oder wie soll ich das denn dann interpretieren? Wow. Mhm. Das ist interessant. Du willst den Typen also blind erwischen. Genau. Ja. Und vor allen Dingen, also Lamars Intention ist, zumindest denke ich das, ihn nicht umzubringen. Haben wir epische, hast du epische Wahrnehmung? Warte, ich glaube, ich habe epische Perception, ja. Dann erlaube ich dir mal einen Wurf auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Während ihr euch also in die Dunkelheit kauert, versuchst du abzuschätzen, wann er nah genug ist, dass du ihn erreichen könntest, aber noch entfernt genug, dass er euch nicht sieht, also nicht direkt in das Loch reinschaut. Ich denke, ihr presst euch ja alle gegen die Wand, es ist dunkel, aber... Willpower gab einen zusätzlichen Würfel? Willpower gab nicht nur einen zusätzlichen Würfel, oder? Wie war das? Ich gucke das gerade mal. Oder hast du es gerade parat, Gaschnack? Man hört dich nicht. Ich vergesse mal, dass Skype keinen Push-to-Talk hat. Ich sagte, nee, Willpower ist, soweit ich weiß, nur ein Erfolg. Die mehreren, das war das mit den Virtues. Willpower gibt dir Willpower gibt dir nicht einen zusätzlichen Würfel, das gibt dir aber einen automatischen Erfolg. So. Ich überlege gerade. In der Situation, ich glaube, da würde ich es riskieren. Mhm. Okay. Also wirklich. Ist das für die Wahrnehmung? Weil ich erziehe dir jetzt, der Punkt ist der, jeder Erfolg, den du jetzt hast, ziehe ich dir von der Erschwernis ab, die du jetzt gleich bekämst beim Versuch, ihn blind zu erwischen. Eins, zwei, drei. Weil die Erschwernis wäre jetzt besagt, bevor du mir deinen Erfolg sagst, ich hab's noch nicht gesehen. Die Erschwernis wäre nämlich 7 Würfel. Dann kriege ich einen Abzug. Du hast 6 Erfolge? Wow. Ja, ich habe 6 Erfolge. Nicht schlecht. Ja. Deswegen dieses. Ihr legt den Kopf schief. Dann. Das ist ganz komisch. Sie sieht zum ersten Mal so richtig fokussiert aus. So richtig nachdenklich fokussiert. Das ist, this is gonna be interesting. So, ich muss gerade hier was... du kannst auf jeden Fall schon mal einen Nahkampfangriff machen. Also, ja, Geschicklichkeit und Brawl. Mhm. Minus ein Würfel. Yep. Ich weiß nicht, ob es dafür ein spezielles Manöver gab. Also, ich möchte ihn packen, und zwar so, dass er nicht um Hilfe rufen kann. Also halt... Du bist ihn grappeln. Das ist eine bestimmte Attacke, ja? Die müsste auch auf deinem Bogen stehen, wenn du dir den notiert hast. Ansonsten schaue ich schnell nach. Ist ja kein Ding. Ja. Guck das, ich muss in der Zwischenzeit. Weil er soll halt nicht um Hilfe rufen. Ja. Es gibt, aber ich sag schon mal an, es gibt ein Problem, was Lamar nicht weiß. Ja, ich weiß, was du meinst. Crushing Grip und so. Ja, ja. Ja. Ich gucke derweil was nach. Die Zuschauer können sich schon mal einen Trommelwirbel vorstellen. Während die Zeit zur Zeit, wie die Zeit sich verlangsamt, kommt immer näher. So. Wir haben es ja hier zu tun mit. Bin ich denn doof? So, genau, Grand Soldier. Das heißt. Ja, der hat einen Dodge-DV von 3. Also. Und ich. Ja, doch, ich würde ihm mal. Ich warte mal. Ich mache mal einen Wahrnehmungswurf für ihn. Oh, immerhin. So. Gosh, kannst du mal gerade gucken? Ich find's gerade nicht. Grapple.
Ja, Sekunde. Clinch, nicht Grapple. Clinch heißt es. So. Dex oder also Dex oder Strength plus Brawl against targets chosen DV. Auf jeden Fall nur ein. If it hits the target target character immediately becomes inactive. Ja. Oh, genau. Das war das. So. Bevor du die Attacke machst, mach mir doch bitte auch nochmal einen Stealth. Geschicklichkeit und Stealth. Ihr alle macht mir bitte mal Geschicklichkeit und Stealth. Alles klar. Wo ist es denn? Da. Weil ihr könnt ihn ja nicht sehen, aber ihr hört ihn, er kommt immer näher. Ihr drückt euch in die Dunkelheit gegen die Wand. Wir haben drei. Drei Erfolge für Lamar. Immerhin einer für Marcus. Hast du einen automatischen, Marcus? Okay, das ist nur einer. Das ist Gleichstand mit dem Typen. Brauche ich noch einen von Remy, obwohl der wahrscheinlich eh jenseits von Gut und Böse ist. Und einen von... Beziehungsweise ihr habt automatisch, ihr habt epische Geschicklichkeit. Das heißt, für euch erledigt sich das. Mit eurer epischen Geschicklichkeit mindestens einen Erfolg. Und das ist das, was ihr braucht, um zumindest nicht sofort von ihm gesehen zu werden. Ich habe zwei epische Geschicklichkeit. Ja, wir können das vergessen. Das heißt, ihr könnt euch erstmal verstecken, Lamar. Dann machen wir jetzt bitte einen Clinch-Angriff. Das ist erstmal ein normaler Brawl-Angriff. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also man ist ja gerade entweder Dex und Brawl oder Strength und Brawl. Also Strength und Brawl ist, glaube ich, schon zum Festhalten, ne? Ja, erstmal Dex. Dex und Brawl. Dex und Brawl mit einem weniger. Genau. Dex. Na komm. Das wären 3. 3 und du musst die 3 erwischen, weil er einen DV von 3 hat. Ja. Und ja, damit hast du ihn. Und kannst ihn packen. Ja. Also quasi in dem Moment, in dem du denkst, ja, er ist nah genug, hörst du ein und den Ansatz eines Wortes, aber deine Hand schnellt vor, packt ihn, zieht ihn an dich, legst deine Hand auf seinen Mund und hast ihn sofort in seinem Griff. Also ich weiß ja, wie man zudrücken müsste als Lama, um jemanden bewusstlos zu kriegen, und das würde ich natürlich auch versuchen. Ja. Da du Crushing Grip hast, musst du für mich nicht würfeln, du kannst das, das ist ein normaler Mensch. Ich habe auch nicht nur Crushing Grip, ich habe halt Divine Wrath. Das heißt, ich mache Lethal Damage. Oh. Was ich nicht weiß. Da du das nicht weißt, ja gut, dann machen wir mal einen Wurf. Obwohl, du willst nicht zudrücken. Doch, du willst zudrücken, um ihn... Doch, du willst zudrücken. Dann machen wir mal einen Schadenswurf. Lamar weiß, dass er stärker ist als ein normaler Mensch. Logisch, deswegen wird er seine Stärke dosieren, aber er weiß ja nicht, dass mittlerweile... Ja. Ich checke jetzt auch nochmal, wie genau das mit Clinch läuft. Ich gucke hier in meine Notizen, ich muss es kurz nachschauen. Das wäre Brawl dann. Nur Stärke, ne? Kampfregeln, da. Combat Actions, so, Clinch. Kurzen Moment, dann kann ich dir sagen, wie genau das funktioniert. Ja, das könnte ich dir. Steht auf Seite 202. Danke. ich gucke gerade woanders nach, weil ich habe gerade das Ding nicht. Player inflicts damage as per the clinch attack. Das heißt, er hat als Schadenswürfel die er für den. Die Erfolge? Ja. Der Wurf ist quasi, der Crush ist quasi derselbe Wurf wie für den, für die Clinch-Attacke. Okay. Es gibt die Möglichkeit,
Crush oder Hold. Also man kann den, auch den Charakter, den anderen einfach festhalten, ohne Schaden zu verursachen. Das ist eine angesagte Option. Ja, aber so macht man ihn nicht, so macht man ihn nicht bewusstlos. Und er will ihn ja. Das ist richtig. Er will ihn ja packen und zudrücken tatsächlich. Das heißt, ja, ich gucke jetzt gerade so, genau. Once you have control. Hier, Clinch, Schaden. Damage plus 0, Bashing. Ja, das heißt, du machst deinen normalen Stärke. Deine Stärke plus überschüssige Folge. Du hast keine überschüssigen Folge. Das heißt, du machst. Also nur Stärke. Du würfelst deinen. Genau, deine Stärke als Schaden. Mhm. Und zwar laut Regeln ist es so, dass du ihn jetzt gepackt hast. So, das heißt, es ist jetzt im Prinzip die nächste Aktion wäre jetzt das Zudrücken. Das wiederum bedeutet, dass ihr jetzt erst einen vergleichenden Dexterity oder Stärke plus Brawl-Wurf macht. Ja. Und wer immer den genau. gewinnt, der hat dann die Möglichkeit, zwischen den drei Manövern Break, Hold, Crush oder Hold genau. zu wählen. Weil der Typ fängt an, sich zu winden in deinem Griff, sofort versucht, sich zu befreien. Klar. Ich stärke in dem Falle. Also Strength Brawl dann wieder. Ja, Strength Brawl, genau. Okay. Ich würde jetzt für den mit Dex und Brawl dagegen würfeln, wenn ich Spielleiter wäre, aber das nur so nebenbei. Eins, zwei, verrate drei. Verrate nicht all meine fünf, Geheimnisse. Sechs, sieben, acht, neun. Das ist lächerlich, aber ich würfel jetzt trotzdem mal dagegen, auch wenn ich glaube, dass es höher als sein Pool ist. So. Immer die Möglichkeit, Pasch 10. Das stimmt. Richtig. So, warte mal. Das ist ein... So, die Erfolge, die du jetzt ja. hast, die jetzt dann gleich übrig bleiben, die hast du dann für den Schaden. Der hat, der hat 6 Würfel. Also. Ja, es könnte klappen. Es könnte klappen, tut es aber nicht. Das heißt, du hast ihn jetzt. Er kann sich nicht wehren, du hast ihn immer noch weiter in deinem Griff. Er windet sich zwar, aber deine Hand ist fest auf seinem Mund, er kann nicht schreien. Wie viele Erfolge hat er denn? Er hat 2. Ja, dann das heißt, Lamar zieht jetzt 2 ab das ist richtig. Benutzt den Rest für den Schadenswurf. Das ist ganz schlecht. Den Rest plus seine Stärke. Ja, nur noch. Er hat immer noch seinen Stärkewürfel und Moment, das sind 1, 2, 3, 4. Minus 2 sind 2. Das heißt, deine Stärke plus 2 Würfel darfst du würfeln. Ja, Stärke plus 2 Würfel. Das so, sind, der Junge hat ja einen Lethal Soak, also gucken wir mal kurz nach. Oder? Die epische kommt dann noch drauf, ne? Als automatische Erfolgewinner, ne? Ja, richtig. Stärke plus 2. So, der hat eine... 3, 4, 5. 5 Lethal. 5 Lethal, gut. Das ist gar nicht mal so schlimm. Der hat einen Lethal Soak von 4 dank seiner Weste. Ups. Hat einen Erfolg. Das heißt, du machst ihm 3... tödlichen Schaden. Also gibst ihm, er hat 3 Wundstufen. Ja, also er entrückt und vermutlich hört man dann auf einmal ein Knack. Ja, ja, man, also er ist noch am Leben, aber man hört Knack und dann und er versucht sich ein bisschen zu winden, aber schreit vor Schmerz. Ja, du hast das Gefühl, er hat irgendwas unter deinem Griff nachgegeben. Also, Lamar macht große Augen und ich glaube, jetzt muss ich leider mal würfeln. Mhm. Ob es jetzt eine Affekthandlung gibt. Trägt er einen Helm? Du bist dir nicht sicher, du vermutest schon. Sein Kopf, ja doch. Sein Kopf ist kurz gegen deinen gekommen, da hast du einen Helm gespürt. Nächstes Mal nehme ich Betäubungsmittel mit. Okay, Panikreaktion. Er
er sollte nicht brüllen, er erschreckt sich dadurch auch ein bisschen. Mhm. Und dann wird Lamar im Affekt halt quasi dann so richtig reißen. Reißen, das heißt... Das ganze Theater noch einmal. Ja. Vergleich einen Wurf, ja. Und dann als Crush-Action. Jawohl. Das heißt, er darf wieder seine... Oh Gott. Moment, das heißt, du versuchst eine Crush-Action. Immerhin hat er 4 Erfolge. Ja, da. Und du hast auch 4 Erfolge mit deinem... Plus 2 epische. Plus 2 epische, ja. Ja, doch, ja. Ja, dann hast du mit einem gewinnst du quasi. Ruhig, ruhig, ruhig! Das heißt, du hast ihn immer noch im Griff und du kannst weiter Schaden machen. Ruhig. Plus ein. Mhm. Ja, jetzt sind es nur noch 4. 4. Er kann versuchen zu soaken. Ah, Moment, er hat... er dürfte einen Abzug... Ist jetzt, ich wollte gerade sagen, der DV ist jetzt um 1 niedriger. Richtig. Das heißt, den Wurf wiederhole ich. Oh Mann. 3 D10. Es ging hier nicht um den DV, es ging um den Soak. Der DV stimmt, käme auch noch dazu. Aber hier der Soak, sein Soak ist verringert. Und das bedeutet, er hat es nicht geschafft. Du machst ihm 4 Schaden. Das müsste ihn, glaube ich... Ausnocken komplett. So kann man das nennen, wenn man das möchte. Warte mal. Also wenn er die gleichen Hälfte hat... Ich wollte gerade sagen, er müsste genau auf I sein. Das ist noch nicht tot. Ja, stimmt. Ruhig jetzt! Ruhig, jetzt einen mehr gemacht, also dann wäre der Typ weg. Du drückst halt nochmal zu. Er hat es halt dennoch mit tödlichem Schaden gemacht. Ne? Das heißt, du drückst noch einmal zu. Und es ist für euch alle Umstehenden, sieht das total bizarr aus, weil der drückt halt, der hat halt seine Arme um nichts gelegt, um Luft. Ja? Und ringt da gerade mit etwas, das ihr nicht sehen könnt. Letztendlich fällt der Mann zu Boden. Zumindest spürst du, dass er in deinen Armen erschlafft, und wenn du dann auch loslässt oder versuchst ihn hinzulegen, fällt er zu Boden. Und rührt. Also man hört dann vermutlich erst recht noch mal ein deutliches Knirschen, als er noch mal richtig zudrückt, also Lamar, irgendwo aus der Brustkorbgegend vermutlich. Mhm. Stolpert nach vorne, als verlässt ihn fallen, stolpert nach vorne, flucht laut. Markus! Wir müssen das nächste Mal Betäubungsmittel mitnehmen. Ich dränge mich so ein bisschen an ihm vorbei, gucke nach vorne. Sehe ich die Person auf dem Boden jetzt? Nein. Es ist, die Welt hier um euch rum ist gerade sehr klar die der Geisterwelt. Sehen kannst du ihn nicht, aber du kannst halt vermuten, wo sie jetzt ist, da du hast seinen Griff gesehen, sie dürfte nicht weit von ihm entfernt sein, du könntest nachher tasten. Kann ich bei dieser Person, von der ich ja weiß, dass sie da ist, kann ich von der einen Medical Check machen? wenn du ihn spürst. Du müsstest dich seiner Bewusstsein können, genug. Also ich glaube, spätestens wenn du ihn mit der Hand antatschst, dann dürftest du das fühlen können, ja. Ja, dann knie ich mich nur und taste so da, wo er wahrscheinlich liegen müsste. Ja. Also was ihr halt noch sehen könnt, ist, wie Lamar dann ein bisschen 1-2 Schritte vorgegangen ist, da wirklich nicht mehr im Weg steht und völlig entgeistert seine Hände anguckt. Aha. Du tastest dich blind nach vorne, spürst dann irgendwann eine leblose Gestalt, die zu Lamars Füßen liegt.
Du spürst teilweise, du spürst, dass das Material von dieser, von der schusssicheren Weste, einen Helm und allgemeinen Klamotten, wie du es kennst, von Spezialeinheiten, und wie ihr sie eben auch gesehen habt, bereits an einigen der privaten Sicherheitsleute draußen. Und sobald du deine Hand auf ihn legst, spürst du seinen Zustand. Mehrere Rippen böse angeknackst. Eine hat in seine Lunge ist in seine Lunge eingedrungen, das heißt, seine Lunge ist beschädigt. Du spürst außerdem auch innere Quetschungen an mehreren inneren Organen. Anders gesagt, wenn er nicht ASAP ins Krankenhaus kommt, dann nippelt er ab. Oder Marquest besondere. Oder noch anders, die Rüstung, die hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Ja, ich würde ja gern mal Heilung. Also ich kann den jetzt doch nicht liegen lassen hier. Hallo? Geht gar nicht. Hippokratische Eid und so. Ich hätte es dir auch. So. Also da hätte ich dich würfeln lassen, wenn du das versucht hättest, den Zeug zu lassen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Dann. Das heißt, es ist jetzt nicht das, wo du ihm Zusätzliches gibst, sondern wirklich das Healen, das du jetzt hast, richtig? Ja, Heilung. Wunderbar. Dann tu das mal oder brauchst du nochmal ein Refreshment, wie es funktioniert? Ah ja, ich guck gerade, wie es funktioniert. Ja. Hätte ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist ein Health Boon, Stufe 3, Heal Infect. So. Genau. Warte. Du kannst nur Bashing Damage heilen. Wenn ich das richtig sehe. The sign can repair a patient's injuries or inflict harm directly. He can heal as many health levels of Bashing Damage as his player gets successes on a stamina plus medicine roll. Doing so costs one legend. Das heißt, er müsste mindestens 10 Erfolge haben, um einen Liesel zu heilen. Ah, so funktioniert das. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, also 10 Bashing ist ein Liesel oder habe ich die Umrechnung gerade falsch im Kopf? Ich wusste nicht, dass es eine Umrechnung gibt. Da bin ich jetzt gerade tatsächlich. Ja, wenn du voll bist mit Bashing Damage, dann wird es realer. Ach, das entsprechend stimmt. Entsprechend müsste das es stimmt. Andersrum auch so funktionieren, ja, oder nicht? Ja. Sag mal, du kannst es versuchen. Mit 10 Erfolgen würdest du ihm einen. Nein, damit würdest du ihn aus der Sterbenzustand rausholen. Aber du spürst halt, dass deine Kraft noch ein bisschen zu schwach ist. Sie ist nicht für. Der Mann ist kurz davor zu sterben und du bist nicht Jesus. Ich korrigiere 7. Es sind ja 7 Herzlevel. 7, ja. Das heißt 7 Erfolge. Ja, der Mann liegt im Sterben. Du kannst an jetzt natürlich Willpower oder vielleicht auch ein Virtue dafür einsetzen. Ich weiß halt nicht. Spürst du auf jeden Fall, sag immer, du, wenn du jetzt was tun willst, musst du es entweder schnell tun. Ich kann den Lethal zu Bashing umwandeln. Mit dem Skill. Okay. Könnte erstmal reichen. Ja. Er soll ja ausgenockt bleiben, das ist ja in Ordnung. Ne? Also ich meine, da wollen wir nicht drüber diskutieren, aber er soll nicht sterben. Ja, richtig. Wenn du den Lethal Damage in Bashing Damage umwandelst. Dann hat er nur noch einen eingedrückten Kehlkopf. Das kann man überleben. So. He can downgrade the number of health levels equal to successes on the roll. Genau, du musst aber trotzdem rollen dann. Stamina Medicine. Also, Lamar geht dann noch ein paar Schritte weg und hockt jetzt so halb auf dem Boden und starrt mal immer seine Hände an und mit so einem völlig fassungslosen Gesichtsausdruck, weil er ja noch nicht mal feste gedrückt hat. Genau, eine Willenskraft ausgeben und dann einen Wurf. Stamina Medicine. Alter Vater. Ja, der hat bestimmt geholfen. Kein Problem. Oh, wow. Ja, 5 Erfolge. Genau, er hatte 7. Das heißt, jetzt hat er... Also 7 tödlichen. Das heißt, jetzt wandelst du das in... Genau, Schlagschaden um. So, dass er jetzt nur noch
zwei tödlich, 5 Schlagschaden hat. Und an 2 tödlichen wird er nicht sterben. Das heißt, für dich bedeutet das, du legst deine Hände auf ihn und du weißt nicht genau, wie das funktioniert und ob du das kannst, aber du denkst dir, scheiß drauf, du wirst ihn hier nicht sterben lassen. Und ne, wenn dein Vater das ernst meint, dass du Gutes tun sollst, dann soll er dir verdammt nochmal helfen. Du legst deine Hände auf, konzentrierst dich und langsam spürst du, wie unter deinen Fingern sich Knochen langsam wieder richten. Du fühlst, wie Gewebe zusammenwächst, wie der Körper dieses Mannes scheinbar von selbst durch dich die Möglichkeit findet, sich langsam wieder zu heilen. Und er wird nicht vollständig geheilt. Du merkst, er ist immer noch übel zugerichtet. Du spürst, dass du dann seine Hand auf sein Gesicht legst, auch, ach du Schande, der blutet hier an der Nase, der hat wahrscheinlich eine gebrochene Nase. Du spürst hier eine ziemlich böse Beule, die hier entstehen wird. Aber letztendlich, das, was ihn vorher getötet hätte, verwandelt sich in, naja, böse Blessuren. Aber seine Atmung stabilisiert sich. Das spürst du, das hörst du auch. Sein Brustkasten hebt und senkt sich langsam wieder, ohne dass er bei jeder Bewegung zittert. Und du weißt, okay. In den nächsten Stunden sollte definitiv ein Krankenwagen gerufen werden. Sonst könnte der trotzdem böse gesundheitliche Folgen davontragen. Aber er ist außer Lebensgefahr und er kann versorgt werden. Nachdem ich merke, dass das alles wieder in Ordnung, also für den Moment ausreichend in Ordnung ist, werde ich so meinen Blick einmal kurz Richtung Lamar richten. Wir zwei müssen uns mal über Aggressionskontrolle unterhalten, mein Lieber. Emé wird das vorher auch gemacht haben. Kurz, ich wollte halt einfach nicht unterbrechen. Sie wird sich Lamar angucken, aber sieht das aus wie so ein kleiner Nervenzusammenausbruch? Es scheint fast ein Flashback zu sein. Okay, dann wird sie sich an Marquez irgendwie vorbei quetschen, drängeln, schieben, was sie irgendwie mit den kleinen Füßchen tun kann. Und zu Lamar rübergehen und ihm an den Händen fassen. Also sich wirklich vollen Stellen in beide Hände nehmen. Das, was wir machen, das, was wir sind, ändert uns jetzt. Ich weiß nicht, woran du gerade denkst, aber wir müssen das jetzt erstmal regeln, was jetzt uns ansteht. Wir haben Leute, die uns am Hintern hängen. Genau. Nachdenken. Und dann wird es tatsächlich so quasi die Hände an ihre Lippen führen und so einen Kuss drauf tun auf beide Hände. Nachdenken müssen können wir später. Weißt du was Komisches? Ich weiß, wie stark ich bin. Oder ich habe eine Ahnung. Ich habe nicht fester zugedrückt als vorher. Vor dieser ganzen Scheiße. Für uns alle ist etwas Neues gekommen. Ich nehme Dinge wahr, die ich vorher auch nicht wahrgenommen habe. Wir können Dinge, die wir vorher nicht konnten. Ich kann jetzt mit bloßen Händen Knochen zerbrechen? Hey, kleiner Bruder, du hast vorhin einen Polizeiwagen auf die Seite geworfen. Du hast eine Wand eingeschlagen. Ja, aber das ist anders gewesen. Wir sind Kinder der Lur. In uns ist Blut von Generationen. Von mächtigen Geistern, die mittlerweile jenseits allen existieren, das wir kennen. Deine Kraft wächst, das ist normal, das gehört dazu. Und außerdem, Bellamy geht auf dich zu und legt deine Hand auf die Schulter. Mach dir nicht zu sehr den Kopf darum. Das war nur irgendein weißes Arschloch, das angeheuert worden war, um in Demonstrationsmengen zu schießen, ganz ehrlich. So schade wärst du um den auch nicht gewesen. Von dem gibt's genug da draußen. Ich gucke mal böse in die Runde, das war immerhin auch ein Mensch, ja? Ich kann dir nicht garantieren, dass er über dich dasselbe gesagt hätte. Das ist dir schon klar, oder? Wir müssen uns trotzdem nicht auf ihre Stufe stellen. Das ist jetzt nicht die Situation für ein solches grundlegendes Gespräch. Emme? Ja?
Also, sagt er ganz leise, als er legt seine Hände auf deine Schultern. Du hast deine Hände noch in ihren. Ja, ich hält die noch also, fest. Also, ne, also drückt sich sehr behutsam hoch und flüstert dann: Das letzte Mal, als mir sowas passiert ist oder beinahe passiert wäre, hat mich das 15 Jahre meines Lebens gekostet. Und dann ein bisschen lauter wegen einem weißen Arschloch. Es ist dennoch jetzt gerade nicht die Situation. Ich fürchte sowieso, dass die Hautfarbe von dem Arschloch jetzt gerade keine Rolle spielt. Ja. Wir hängen gerade mental auf einer anderen Ebene. Wenn die anderen uns jetzt finden, selbst wenn sie uns einfach nur wie Kriminelle behandeln, wenn sie uns wie wahnsinnige Kriminelle behandeln, denn wir sind doch nicht, für diese Leute sind wir noch nicht mal hier, geistig. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir wie Pantomimen durch die Gegend laufen und die Kanonen haben. Vielleicht noch, sollten wir uns irgendwohin verdrücken. Ja. Sie drückt quasi so ein bisschen einmal die Hand von ihm, den Arm, wenn er immer noch da auf die Schultern ist. Wir müssen weiter. Das ist alles schwierig für uns. Aber denken und zusammenbrechen können wir später. Dürfen wir erst wieder. Ihr hört ein Rauschen und ein Knacken. Und dann ein dumpfes Herrera für Watson, Herrera für Watson, bitte komm. Ich wiederhole, ich Herrera von Watson. Wiederhole, Herrera für Watson. Was ist los bei dir, Mann? Du willst danach tasten? Ja, soll dir gelingen. Gut, dann möchte ich es vorsichtig von dem Typen abnehmen und quasi anlegen. Hier ist was eingebrochen. Der Gang ist eingebrochen. Verdammt nochmal, Watson, was ist los? Melde dich, sollen wir zu dir rüberkommen? Mich hört im Hintergrund bellen. Und ja, du hast das Ding jetzt in der Hand, Remy. So, und jetzt muss ich überlegen. Du hast seine Stimme gehört. Ja, das ist richtig. Die Frage ist auch, was würfel ich jetzt, um die zu imitieren? Ich... Oder zumindest so ähnlich zu klingen, weil Funkgerät klingt sowieso immer verfremdet. Also auf jeden Fall mal Manipulation. Ach nee, es gibt's ja nicht Performance, oder? Es gibt Kunst. Nee. Manipulation und Präsenz, denke ich, am ehesten. Wegen Auftreten, ne? Ja, Auftreten, ja. Bullshitten. Ja. Okay, da habe ich zumindest... Ja, okay. 7 Würfel, ein episch, das könnte funktionieren. Ja. Dann würde ich das Funkgerät, würde Remy das Funkgerät anlegen. Das Ding, das Gebäude stürzt hier langsam ein. Aber alles gut. Ich suche weiter. Ja, dann wie viele Erfolge waren das? Moment. Ah, da muss noch. Gut. Schauen wir doch mal. Ich dachte, ich probiere erst das, was ich. Ja. Und dann wie. Mhm. Oh, gucken, ob sie es mir abkaufen. Ja, es kriegst auf jeden Fall keinen Abzug. Was du sagst, ist plausibel. Ja, okay, mit den 2 epischen sind es dann... Insgesamt 4 Erfolge. Ja. Das ist, was du schaffen musstest. Muss sein... Okay, Mann. Aber ja, ab jetzt Funkdisziplin. Wenn ich dich rufe, hast du dran zu sein, verdammt. Du bist doch kein Neuling. Bis hier ist... Hier bisher alles ruhig. Meld dich, wenn du irgendwas siehst. Ende. Verstanden. Ende. Ja. Jetzt ist es. Das Funkgerät verstummt. Für einen Moment ist es wieder vollkommen ruhig um euch. Das ist wahrscheinlich so ein Knopf im Ohr. Mit. Oder ist das ein Walkie-Talkie? Das ist ein Knopf im Ohr, der an ein quasi zu einer Art Walkie-Talkie führt. Ein Funkgerät, das man an den Mund nehmen kann, das aber auch ein Headset hat. Und das Headset hat er drin. Okay. Ja, dann höre ich jetzt zumindest, was sie reden, wenn sie reden.
Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das ist nicht dumm, ja. Also nochmal hat sich dann auch soweit wieder gefangen. Vor allen Dingen die Bewusstheit, ihn jetzt nicht umgebracht zu haben. Denn der Unterschied ist halt, der Typ ist eigentlich unschuldig. Er macht halt nur seinen Job erstmal. Also deswegen wollte er ihn ja nur betäuben. Ja. Gut, also weiter. Huh? Der Typ ist erstmal kein Problem mehr. Aber seine Kumpel laufen hier noch rum, also Beeilung. Ja. Sie würde erwartet, dass ich jetzt erstmal in die Hand nehme. Die Kleine für den Großen, ja. So ähnlich. Es scheint ihm aber geholfen zu haben, deine Gegenwart. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, wo die Jungs hin sind. Ja. Was für einem Raum sind wir jetzt eigentlich? Im Flur. Genau, ihr seid jetzt in diesem Flurbereich. Rechts von euch ist die Eingangshalle, links von euch geht es in einen Bereich, den ihr bisher noch nicht genauer erforscht habt. Nach vor euch müsste, also vor euch ist die Treppe, die jetzt normalerweise hochführt in den ersten Stock, wo ihr wart. Nochmal bitte, den letzten halben Satz. Vor euch ist die Treppe, die hochführt, durch die ihr ursprünglich hochgegangen seid. Ach. Ja. Das Treppenhaus. Ja, die in Real halb eingestürzt ist. Die in Real eingestürzt ist, genau. Dankeschön, okay. Sorry, falls ich unklar war. Das war so, in meinem Kopf war gerade der YouTube-Bufferbalken Kreis aktiv. mal in den Gang hineingucken. Wenn wir hier gerade sehr präsent sind, dann müsste es einer der nächsten Räume sein. Wonach suchst du? Wonach willst du dich umgucken? Und in welchen, du sagst in den Gang hinein, also welchen Gang? Nach links, nach rechts? Ach so. Ja, ich gucke einfach auch ein bisschen, wie manifestiert das Ganze sich wirklich. Ich habe jetzt nicht unbedingt diese... Ich habe mich jetzt nicht so instinktmäßig auf wie Lama auf die ganze Sache. Ich gehe jetzt gerade einfach noch nach der Optik erstmal. So, Eingang müsste ja ziemlich ins Obskure verschwimmen. Und Eingang besonders dominant für mich sein, so eine Richtung. Ja. So, wir sind jetzt gerade ja so Rechts-Links-Möglichkeit. Wahrnehmung, also, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Kurze Frage. Ist das der Gang, wo wir selber schon mal durchgegangen sind, in unserer Welt? Ihr seid in eurer Welt hier schon mal lang. Ja. Also ihr seid die morsche Treppe hochgeklettert. Und dir fällt jetzt halt auch auf, an der Wand stand halt eine Reihe von Spinden, ne, von metallenen Spinden, falls du dich erinnerst. Ja, das perfekte Gedächtnis von Remy versucht sich gerade zu erinnern, wie der Gang aussah. Und wo welche Türen waren. Wahrnehmung und? Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Perception und Awareness. Du erinnerst dich daran, tatsächlich hat sich nicht so viel verändert. Es ist eine Tür, es ist eine Öffnung, die rechts in die Eingangshalle geht. Ja, von wo der Typ kam. Nach links geht es wohl in einen weiteren Trakt. Da ist jetzt, das ist ein offener Durchgang. In eurer Welt ist da eine Tür. So eine Flügeltür. Aber davon abgesehen, gleiche Anzahl an Türen. Da, wo ihr jetzt rausgekommen seid, war eben eine Reihe von Spinden. Die offensichtlich dieses Loch in der Wand verdeckt haben. Also gut. Da ist eine Reihe Spinde. Da vorne in dem Torbogen ist in unserer Welt eine Tür. Genau, das ist halt links, ne? In Richtung, ja, wo ihr noch nicht wart. Links. Ja. Da rechts geht's zur Eingangshalle. Da kam der Typ eben her, denke ich. Also die grundsätzlich logische Richtung wäre erstmal links. Weil rechts Leute auf uns schießen wollen. Ihr vier Erfolge, inklusive episch.
glaube aber, wir sollten vielleicht eine kleine Pause einlegen. Sag doch was, ihr Lieben. Sie haben es geschrieben. Ja, aber ich bin hier mehrere... Sie wollten nicht dazwischen reden. Ich bin hier mehrere Fenster am Jonglieren. Alles so, gut, okay, das kenne ich. Und dann haben wir hier den lieben Hati, zack. Was hat sich denn da jetzt gerade im Hintergrund breit gemacht? Jetzt spinnt es aber komplett. Mann. Ach, weil der Hati sein Video ausgemacht hat. Ach Mensch, Hati ist komplett raus. Ich dachte, der... Ja. Das ist nicht so gut. Liebe Zuschauer, das tut uns gerade leid. Technische Schwierigkeiten und so, ihr kennt das sicherlich. Ich muss gerade mal kurz... Da, so. Da ist er auch wieder. Auflegen war doof, beziehungsweise Kamera wegmachen. Hat's das wieder zurückgeschoben? Ah, gut. So, ich habe jetzt mal gerade kurz die... Ja, jetzt noch wieder normal. So. Reron ist noch AFK, das heißt, wir haben gerade mal das schöne Bildchen von Lamar hier. Sorry für die Unterbrechung. Ja, was macht ihr jetzt? Ihr seid jetzt da links, linke Hand ist wie der... Wie gesagt, ich habe 4 Erfolge, dafür habe ich immer noch keine Antwort gekriegt. Ach so, wenn du nach rechts guckst, wirkt die Welt dort auf jeden Fall weniger substanziell und weniger klar. Das heißt, du gehst stark davon aus, dass sie entweder nach oben sind, was keinen Sinn ergibt, dass sie ja gerade erst runtergelaufen sind, oder nach links. Ja, wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ist da in dem Torbogen auf unserer Ebene eine Tür, also so eine Flügeltür. War die offen oder zu? Du weißt nicht, ob sie abgeschlossen war, aber zumindest war sie zu. Okay. War geschlossen. Also nicht mit dem Kopf durch die Tür. Also nicht, dass das irgendwen aufhalten würde auf Dauer, aber wir sollten vielleicht einfach probieren, ob sie offen ist. Ja, dann kannst du darauf zugehen, wenn du möchtest. Ja, würde ich dann auch tun. Dann würde ich mal gucken, ich kann mich ja, also nur so... Gucken wir mal, ob die zu ist oder... Also zu ist oder nur zu ist. Ja, du gehst in die Richtung, stolperst beinahe über ein Brett. Kannst dich überfangen, kommst bei der Tür an, kannst sie abtasten, kannst die Klinke erfassen und... öffnet sich. Okay, also die Einkaufsliste wächst. Betäubungsmittel, Öl... Und ihr hört ein Schluchzen. Leise, aber deutlich. Tja, ich würde sagen, wir kommen der Sache näher. Ich würde meinen Gehstock wieder als Blindenstock benutzen und mal in die Richtung streifen. Nachdem ich mich ja nicht erinnern kann, wie es hinter der Tür aussieht, weil die ja zu war, ja, richtig. Muss ich es wieder tasten. Ja, du tastest dich voran, es ist ein bisschen tricky, hier scheint noch mehr Schutz zu sein, als im Rest, oder zumindest als in der Vorhalle. Der Boden ist teilweise uneben, du kommst an einen Punkt, wo eine Art Plane auf dem Boden zu liegen scheint und eure Füße knistern auf einer Plastikplane, eure Schritte. Sehen tut ihr aber einen, ja, hübschen Raum, der so wie so eine Art... Kaminzimmer aussieht oder Aufenthaltsraum, wahrscheinlich für die Schüler, vielleicht ein Pausenraum.
Und das Schluchzen kommt von aus der Richtung einer Tür, die hinausführt aus dem Raum. Eine Tür, die deutlich weniger schick aussieht als der Rest hier, die ein bisschen abgenutzt wirkt. Hölzerne Tür, nicht so hübsch vertäfelt und verziert, sondern eine sehr simple Tür aus Holzplanken im Prinzip. Ja. Entweder noch ein Bedienstetenraum oder ein Schlafsaal. Wahrscheinlich Dorm. Die Schlafräume. Ja, das dachte ich auch gerade. Wo fühlt sich ein Kind am sichersten? Einmal herantasten mit der freien Hand. Die andere Hand, da ist quasi immer noch ein Koloss dran, aber mit der linken Hand kann man vortasten. Mhm. Ja, das ist zusammen, kriegt ihr das hin. Remy und Emé, die anderen folgen euch. Und so kommt ihr letztendlich bis zur Tür. Und Moment. Ihr spürt keine Klinke, auch wenn ihr eine seht. Und es dauert ein bisschen, bis ihr dann merkt, da ist ein Durchgang, aber der ist vernagelt mit Brettern. Na wunderbar, wenn wir das machen jetzt, dann wird das mega laut. Zumindest. Also von unserer Seite aus vernagelt oder von. Nein, von der anderen Seite ergibt keinen Sinn. Entschuldigung, blöde Frage. Wir sind ja im Flur. Also jetzt trotzdem, seid ihr mehr in so einem Aufenthaltsraum. Man könnte aber trotzdem versuchen, die Bretter leise zu entfernen. An den Enden. Ja. Vorsichtig dran ziehen und hoffen, dass die Nägel sich lösen. Dann würde ich. Moment. Rehan ist auch wieder da. Kleinen Moment. Das heißt, ich blende sein Bild wieder ein. Tada! Dann würde ich sagen, die zwei von euch, Stärke erfordert nicht viel. Ihr könnt das machen. Ich denke, zwei von euch dürften dann mal für mich Geschicklichkeit und Stealth machen. Geschicklichkeit und Stealth? Das würde ich mitmachen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Gut. Emmy und Emmy. Ich habe gerade Emmy und Emmy verstanden. Oder, nee, wisst ihr was? Wisst ihr was? Es ist eine seltsame Kombi, aber es passt besser. Stärke und Stealth. Weil, dann ist Emmy eher. Ein bisschen Stärke braucht's halt trotzdem. Sorry. Das ist ein bisschen Stärke braucht's. Tut mir leid. Stärke und ja, Stealth. Dann ist es wahrscheinlich eher was für den Großen. Lama und René? Ich weiß nicht, wie heimlich Lama ist. Ich bin nicht so stark, wie ich heimlich bin. Und er ist nicht so heimlich, wie er stark ist, aber ich glaube. Könnt. Ja, ich probier's mal. So. Ihr müsst ja erstmal nachtasten, könnt ihr aber irgendwann dann packen. Ach, ja, das. Ich hätte das sieht anständig aus. Sieht okay aus. Vier Erfolge. Ja, wunderbar. Zusammen kriegt ihr das tatsächlich sehr leise hin und könnt diese unsichtbaren Bretter fassen, hebeln und letztendlich aus ihrer Fassung drücken. Und das fast vollkommen lautlos. Nachdem ihr dann durch die Tür getreten seid, seht ihr das, was du als erstes vermutet hattest, Remy, keinen Schlafsaal, sondern tatsächlich sowas wie eine kleine Küche. Ihr seht so ein paar recht simple Öfen, Arbeitsflächen nicht direkt aus Stein, aber mit so Fliesen oben drauf, ein Messinggehänge, an denen ein paar Kellen und Löffel hängen und anderes Kochgeschirr. Und ihr seht recht weit hinten in einer dunklen Ecke ein viereckiges Loch in der Wand. Und in dem Speiseaufzug. Und in dem sitzt, oder quasi, ja, drauf quasi
ja, in dem Aufzug, die Beine herausbaumelnd, sitzt Sean. Und der, sein Freund, der dunkelhaarige Junge, Peter neben ihm. Sie ist weg. Sie ist weg, Sean. Ich spüre sie zumindest nicht mehr. Ja, aber wie lange? Wie lange ist es? Hier findet sie uns doch normalerweise nicht. Doch, hier findet sie uns auch. Sie kommt vielleicht seltener hier hin, aber im Aufzug war sie doch noch nie, oder? Nein, bisher nicht. Aber weißt du, ich kann das nicht mehr, Peter. Ich kann das einfach nicht mehr. Die Blicke, die Sprüche und dann... Vielleicht hast du doch recht. Vielleicht sollten wir einfach aufhören. Vielleicht ist das wirklich die Strafe Gottes. Sean. Ja. Und, und sitzen die wieder eine Weile stumm da. Ihr seht, dass der junge Sean irgendwas zu umklammern scheint. Ich würde ihm vorbeitreten und versuchen, mir das mal anzuschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Geist sie nicht in dem Aufzug behelligen kann, weil der Aufzug zu ihrer Zeit noch nicht da war. Möchte jemand wetten? Klingt logisch. Was? Möglich. Allerdings gibt es auch diese Aufzüge. Ja, nee. Alle... Zu ihrer Zeit gab es schon Aufzüge. Ja, aber den hier wahrscheinlich nicht. Wäre jetzt meine Vermutung. Diese genaue Art von Technik gab es zur Zeit der... Zumindest zur Hochzeit der Sklaverei hier in der Gegend noch nicht. Und nein, nicht Technik. Es gab Essensaufzüge. Im Prinzip nichts anderes als grobe Holzkisten, die mit festen Seilvorhängen zwischen den Etagen hin und her gezogen werden. Es geht hier nicht darum, ob es einen gab, sondern ob es den speziellen hier schon gab. Nickt. Wenn der Aufzugsschacht erst nachträglich eingebaut worden ist. Dann hat der Geist vielleicht dasselbe Problem wie wir mit geschlossenen Wänden. Also, wenn wir ihn nicht hätten. Er nickt. Also, Bellamy nickt. Logisch. Aber ich weiß ein bisschen was über das Gebäude. Und es gibt zumindest einen Keller, das weiß ich. Das heißt, wo auch immer der Aufzug hinführt, der kann sie wahrscheinlich schon hin. Aber dass der Aufzug nicht zugänglich ist, ja, das ergibt Sinn. Was immer er in der Hand hatte, hier drin in dem Aufzug versteckt, wenn er noch da ist. Also in der unsrigen Zeit. Verdammt gute Idee. Wenn es all die Jahre geblieben ist, was hat er denn da? Ja, versucht sich das anzuschauen. Ja. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, du gehst also auf die Jungs zu. So. Und, ja. Du machst ein paar Schritte, guckst ihn an und. Ja. Es ist eine Art Münze oder Amulett, das er in der Hand hat. Allerdings keine Münze direkt. Das ist zumindest nicht aus. Was ist das? Aus Bronze? Sieht sehr archaisch aus, ziemlich alt. Da ist ein Symbol drauf. Und dieses Symbol kennst du. Dieses Symbol kennst du mittlerweile nur allzu gut. Und wahrscheinlich kotzt es dich an, es jetzt zu sehen. Denn, Moment. Ja. Versteckt es sich. Das Symbol habt ihr zuletzt gesehen an einem sehr, sehr, sehr unschönen Ort. Tief unter der Erde.
Die Faust sieht ein bisschen anders aus. Weniger eckig. Weniger stilisiert. Ein paar der Pfeilspitzen ein bisschen schärfer. Weniger flach. Aber alles in allem ist es das Bild, das ihr schon in der Kanalisation gesehen habt. Das Gitter, das Ogun, das verschandelte Ogunwewe mit der Faust. Okay, da steht Emil da, die Augen werden groß. Ich fasse es nicht. Was? Was? Und er das kommt, er macht mal Schritte auf dich zu und sehr abrupt rennt neben dich und ja. Das ist das Symbol von Ogun, was wir in der Kanalisation gesehen haben. Das mit der Faust. Du meinst das Symbol von Nicht-Ogun. Von was auch immer, Ogun. Ja. Sieht aus wie das Symbol vom Alten, nur anders. Verschandelt. Ich fand das Original nie besonders hübsch, aber ja. Die Version, die Armand anscheinend verwendet. Das kann doch kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. So Zufälle gibt's nicht. Die gesprengten Ketten. Faust. Aber warum trägt er das? Die Frage ist eher, wo hat er das eigentlich her? Aha. Das findet man nicht gerade auf der Straße. Vielleicht hat er es hier im Haus irgendwo gefunden. Und Madame will es wieder haben. Möglich. Wenn das Ding älter ist. Ja, eben. Wir können ihm das schlecht abnehmen. Remy, du hast doch gesagt, ja, dass wir irgendwie noch eine Ebene tiefer müssen, dass wir einen sowas wie einen Durchgang brauchen. Ja, so wie die Statue, mit der das Ganze hier angefangen hat. Was, wenn das Pantomimentheater? Was, wenn das, was er da ist, ein Schlüssel ist? Vielleicht sogar für den gleichen verdammten Durchgang oder so. Emil würde versuchen, er hat das ja gepackt irgendwie, aber dadurch, dass ich ja sehen kann, ist ja zumindest meine Oberfläche irgendwo frei. Sie würde versuchen, das Amulett anzustupsen, zwar nur anzustupsen, sie will gucken, ob das Amulett für sie irgendwie materiell ist zum Packen, weil sie konnte ja noch nicht mal das Stückchen Papier anpacken, wirklich. Sie will auch den Jungen nicht wirklich anpacken, die kann das jetzt gerade nicht gebrauchen, wenn der Kellner mal weiter rennt. Du versuchst es zu berühren, aber dein Finger geht durch das Amulett durch. Also wir können damit nichts machen. Ich kann zumindest damit nichts machen, wenn ihr eine andere Lösung habt. Ja, nicht. Wahrscheinlich brauchen wir das, also wenn es noch existiert, brauchen wir wahrscheinlich das, was in unserer Zeit noch existiert. Ja, wir müssen irgendwie herausfinden, wo es ist. In unserer Welt, wo... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, nicht mehr hier. Vielleicht, aber... Ich möchte mal was probieren. Wenn hat er sowas auf jeden Fall nicht in seinem Spind deponiert. Sagen wir es so, ich weiß eine Sache über Geister. In der Regel nehmen, also ruhelose Lore, die junge Lore von Verstorbenen, die nicht aufsteigen. Sie suchen oft Orte heim, an denen sie auch gestorben sind. Das heißt, und das Gleiche würde für die Jungs gelten. Das heißt, wahrscheinlich sind sie hier gestorben. Wenn sie hier gestorben sind, und ich habe eine das Befürchtung Ding den Ort bereits. Vielleicht nie verlassen. Ich habe eine Befürchtung bereits. Und zwar? Den Aufzug gab es damals schon. Oh, und Scheiße. Und da geht es in den Keller. Du meinst, der Aufzug ist mit ihnen abgestürzt. Potenziell. Wäre möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die stabil waren. Die waren nur für Essen gedacht, wenn überhaupt. Oder es hat sie wirklich irgendwie übermannt und sie haben Schluss gemacht. Finden es nur auf einem Wege heraus. Vielleicht auch auf einem zweiten. Ich möchte noch mal was probieren. Ja. Nochmal Magiesicht? Das ist, wie viel hast du denn noch Willenskraft?
Es hält sich in Grenzen. Wird langsam Zeit, dass ich mal was wiederkriege. Das ist ganz schön anstrengend. Einer. Naja. Naja, besser als keiner. Also das reicht, um die Kraft zu sehen, um halt auch noch mal ein bisschen mehr die Ebenen zu sehen, auch eure Ebene. Wonach willst du, aber es sind natürlich wieder sehr viele Infos. Das heißt, wonach willst du sehen? Was suchst du in der Magie, in den Ebenen hier? Grundsätzlich versuche ich zu sehen, ob diese Münze oder was auch immer das ist, ob das irgendwas Besonderes an sich hat. Und außerdem würde ich gerne die Möglichkeit, in unsere Welt zu gucken, dafür nutzen, mir mal den Aufzug anzugucken. Also die Münze selbst existiert nicht. Hm. Also die Münze, die der Junge in der Hand hat. Hm. Du siehst die geisterhafte Essenz, aber hält nichts in der Hand. Du guckst dich aber um, guckst in den Aufzug hinunter und siehst dann tatsächlich in der Dunkelheit. Ich kann im Dunkeln sehen. Stimmt. Es ist trotzdem relativ weit unten, du kannst dich umrennen sehen, aber du kannst tatsächlich den Schacht hinunter gucken und siehst, der Schacht geht nochmal runter, in dieser Realität zumindest. In der anderen siehst du das, also in eurer Welt, scheint dieser Schacht eingestürzt zu sein. Du siehst Schutt. Aber in dem Schutt siehst du trotzdem noch ein kleines, sehr schwaches Leuchten von Magie. Und diese Magie hat die Farbe der nächsten Ebene, die Farbe, die du auch gesehen hast an der an dem Mambo-Geist. Gut. Also ich kann euch jetzt Folgendes sagen. Der Aufzugsschacht ist in unserer Realität eingestürzt. Das Medaillon oder die Münze ist da unten im Schutt. Im Keller. Ich meine, den Keller gibt es noch. Es gibt Zugänge dazu. Ja, die Frage, also wenn ich es von hier aus sehen kann, das ist, also auf jeden Fall müssen wir da runter und den Schutt wegräumen. Irgendwo in dem Schutt steckt diese Münze. Und die Münze ist wahrscheinlich sogar, wie du sagtest, der Schlüssel für die nächste Ebene. Aber das können wir doch nicht immer noch blind machen, oder? Können wir nicht zurück in die, in unsere Ebene und da nach der Münze suchen? Ich meine, Ich weiß nicht, ob wir von einer Ebene in die andere müssen, also ob die Ebenen wie Treppenstufen sind oder ob man einfach ein paar Stufen überspringen kann. Verdammt. Ich weiß, also ich bin mir nicht sicher, ob ich das ausprobieren möchte, weil ich nicht weiß, ob wir wieder hierhin zurückkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Einbahnstraße ist. Erstmal. Ja. Abioye, Mekada, und ihr hört wieder das Murmeln. Und langsam hört ihr wieder schlurfende Schritte, die sich euch nähern. Wenn die Jungs weglaufen, müssen wir vielleicht gar nicht blind suchen. Ja, also für den Moment kann ich unsere Welt genauso sehen wie die hier und die anderen. Das macht zwar tierische Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch anhält, aber momentan geht's. Vielleicht sollten wir uns beeilen. Ja, komm. Die Jungs werden panisch, schauen sich wieder um. Ihr seht jetzt, wie die Gestalt der Voodoo-Priesterin um die Ecke kommt. Die Jungs mit vollkommen geschocktem Blick schauen sie an. Und verdammt, nicht schon wieder. Und schauen sich um, sitzen, also der eine sitzt schon im Aufzug, der andere steht davor, nach links und rechts. Sie beschleunigt jetzt, kommt viel schneller. Ja, wie steht denen neben denen vor? Gib der endlich die Münze, du Trottel! Immer schneller. Geht aber der Trottel einfach in Richtung des Aufzugs. Versuchst du irgendwie was Bestimmtes zu machen oder so? Willst du, dass er es unbedingt hört? Hast du. Oder ist das mehr so eine Flex? Das ist so flexartige Art. So ein genervter Reflex. So, Himmel, der Gott, du rennst von da weg, gib der endlich die Münze, du Trottel. Ja. Da ist nur ein bisschen Ärger hinter.
Moment. Ja, sie kommt also immer näher. Er scheint dich nicht zu hören. Der junge Sean umklimmert die Münze immer fester. Du siehst fast das Weiße seiner Knöchel. Sie schauen sich um total panisch. Und Peter, der Dunkelhaarige, sagt, los, los, weg hier. Und Sean sagt, nein, nein, hier drin. Du hast recht, hier drin hat sie uns noch nie. Hier tut es nicht. Hier, komm rein. Wir verstecken uns hier. Und Peter sagt, Sean, verdammt, das Ding ist viel zu klein für uns beide. Nein, nein, das geht schon. Du weißt nicht, ob es uns beide hält. Egal, komm rein. Hier sind wir wenigstens sicher. Emi schließt einfach nur die Augen und stirbt dann den Ausgang an. Und sie kommt näher. Ihr Blick, wie wahnsinnig fixiert auf die Jungs. Vollkommen. Ja. Vollkommener Tunnelblick. Und, ich habe zwar das dringende Bedürfnis, mich dazwischen zu stellen, aber ich weiß, dass das, was jetzt passiert, passieren muss, weil es schon passiert ist. Steht auch Emil vor der Tür mit dem Rücken zu den Jungs. Ja, und die Jungs... Ich kann mir das auch nicht angucken, ich drehe dem auch den Rücken zu. Okay. Ihr dreht alle dem den Rücken zu? Ich guck zu. Gut. Lamar und Remy... Lamar auch. Lamar und Remy, ihr seht, dass auch Bellamy das Gesicht abwendet. Ihr wisst nicht genau, er macht es relativ früh, und aber er wendet auf jeden Fall auch das Gesicht ab. Ihr seid also die Einzigen, die zuschauen, wie die Mambo immer näher kommt und wie Peter und Sean in den Aufzug klettern, sich aneinander klammern. Ihr seht noch, wie Sean die Münze nimmt und irgendwie an dem Aufzug herumfuhrwerkt, irgendwie das irgendwo reinzuschieben scheint. Dann klammern sie sich aneinander. Die Frau kommt immer näher. Und dann hört ihr das ein Geräusch wie ein Reißen. Wie ein und es rumpelt. Der ganze Aufzug nimmt einen Ruck und die beiden fallen ein gutes Stück runter, sodass ihr nur noch ihre Köpfe seht, weil sie den Schacht hinunterfallen. Sind nicht komplett weg, aber es ruckt. Die beiden schreien, während sie näher kommen. Jetzt seht ihr Hände, die da rauskommen. Die beiden versuchen herauszuklettern. Aber die Frau kommt näher. Sie grinst nur, streckt ihre Hand aus. Berührt es nicht. Und doch, als würde sie es berühren. Macht es nochmal einen Ruck. Und ihr hört ein Ratsch. Und dann die Schreie der beiden Jungs, als der Aufzug schlussendlich reißt und in die Tiefe fällt. Remy steht da, sein Amulett umklammert, starrt diesen Geist an. Mhm. Wir sprechen uns noch. Da bist du nicht ganz unschuldig dran. Untermauerst du das irgendwie? Versuchst du gleichzeitig Magie zu sehen oder irgendwie was zu senden? Okay. Nee, das ist mehr so für ihn selber. Mhm. So. Sie hält inne, schaut sich im Raum um und für eine Sekunde ist es fast, als würde sie dich sehen, Remy. Doch dann verblasst sie. Und ihr seid wieder allein. Nicht nur sie verblasst. Alles um euch rum verblasst. Ja. Ganz langsam wird alles grau. Waberig. Und ganz langsam schälen sich die Umrisse eurer Welt aus dem euch umgebenden Nebel. Ganz langsam seht ihr Folie unter euren Füßen, Wände, von denen der Putz blättert, ein eingestürztes Messinggestell. Licht fällt langsam in den Raum.
Und der Nebel der Geisterebene weicht. Wenn es nicht so makaber wäre, würde ich jetzt sagen, Level komplett. Und mit diesen Worten beenden wir den Stream für heute. Ja, das ist doch heute flüssiger gelaufen, als ich befürchtet hatte. Ich hatte befürchtet, wir kommen hier an einen Punkt, den ich nicht kontrollieren kann. Ich meine, ich konnte einiges von dem hier nicht kontrollieren. Hier hat man wieder ganz andere Dinge getan, als ich dachte, aber es hat zu spaßigen Entwicklungen geführt. Ich hoffe, es hat auch euch Zuschauern gefallen. Ich sehe gerade, wir hatten heute einige Zuschauer. 7 an der Zahl. Auch ein paar neue Namen. Arten scheint neu zu sein. Hallo Arten. Keiler 82, jetzt schon öfter mal dabei gewesen. Sehr schön. Commander Root, wie immer. Another Viewer. Unsere treue Mara und viele und noch ein paar andere. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Spaß. Ich hoffe, ihr fandet es spannend und interessant. Spaßig war die Story vielleicht nicht unbedingt, die wir hier erzählt haben. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt bald weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn nichts dazwischen kommt, sollte es ganz normal weitergehen können in 2 Wochen. Am 23. April. Mit Corona und allem stehen die Chancen eigentlich auch ganz gut, dass wir alle dann noch Zeit haben. Hey, hey. Und ansonsten, always wenn ihr das hier... ja, genau. Und wenn ihr das hier nachguckt auf YouTube zum Beispiel, dann lasst uns doch einen Kommentar da, ein Like. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und die YouTube-Videos haben in letzter Zeit nicht so viel Zuspruch bekommen. Also hey, vielleicht schaut ihr mal rein, falls euch noch was fehlt an Info. Alles auf meinem Kanal, Rarasal Productions auf YouTube. Da wird dieses Video hier dann auch bald hochgeladen. Ja, ich fand heute sehr schön. Ich möchte mich bei meinen Spielern bedanken. Ihr habt mal wieder diese Welt wunderbar mit Leben gefüllt. Oder mit... Selbst das Geisterreich füllt ihr mit Leben. Danke gleichfalls. Und... ansonsten von mir nur nochmal die Info, ne, wenn ihr mehr wissen wollt über diese Runde, wann sie wieder stattfindet, abgesehen von meinen kleinen Announcements hier, es gibt immer wieder die Ankündigung im Nerdpool, nerdpool-forum.de, da lade ich auch andere Videos hoch, beziehungsweise Links zu anderen Videos, da gibt es Systemdiskussionen und Vorstellungen oder was weiß ich nicht alles, also alles, was das Rollenspielerherz begehrt, Mitspieler etc. etc. Schaut mal vorbei. Und ja, ansonsten passt gut auf euch auf, versucht nicht wahnsinnig zu werden in dieser aktuellen Situation. Passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Bleibt in Kontakt und bleibt gesund. Wenn meine Spieler da nichts mehr zu sagen hätten, nichts Zusätzliches, was sie loswerden wollen, würde ich sagen, ja, frohe Ostern, genau. Frohe Ostern. Und passt auf euch auf, bleibt gesund. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.